Willkommen bei Sägebob. Heute in meiner kleinen Restaurationsserie zur Pima PS190 soll es mal hier hinten um die Bedienelemente gehen. Diese lassen sich nur noch bedingt bewegen und wenn dann nur sehr schwer oder wie hier beim Choke, dieser lässt sich gar nicht mehr herausziehen. Im vorherigen Teil hatte ich ja mich um die Startvorrichtung hier gekümmert, da zog das Seil nicht mehr richtig ein, jetzt funktioniert es wieder. Und des Weiteren hatte ich ja den Luftfilter ausgebaut, um diesen zu reinigen. Ich zeige euch die Bedienelemente hier nochmal. Hier ist der eine Ausschalter, hier der Choke, der ist wirklich sehr sehr fest, hier die Gashebelsperre. Der Gashebel selbst hakt auch ein wenig. Darum nützt es nichts, wenn ich jetzt einmal Beschmiermittel reinmache, damit ist die ganze Sache nicht getan. Hier muss ich wirklich hinter diesen ganzen Bereich schauen. Ich vermute mal, dass sich hier hinter auch der Vergaser befindet. Als erstes werde ich hier versuchen, die Abdeckung abzuschrauben, weil ich mal vermute, dass ich dann hier von unten in den einen Ausschalter gucken kann, ob der noch okay ist. Vielleicht kann man auch sich einen Teil des Gashebels angucken. Dann versuche ich mal, die Schraube hier zu lösen. Hier ist das Innenleben. Das scheint soweit auch noch alles okay zu sein. Na, hier oben ist der Schalter. Ja, ist ein bisschen Korrosion dran, aber das darf nach dieser Zeit bzw. nach dieser langen Standzeit auch sein. Den Bereich reinige ich kurz. Hier unter dem einen Ausschalter befindet sich eine kleine Kupferplatte. Die hat etwas Grünspann angesetzt, da sprühe ich jetzt mal ein bisschen Elektronikspray rein und lasse das einwirken. So, dann mache ich einen Funktionstest. Und es hat schon geholfen, der Schalter lässt sich jetzt sehr leicht bewegen und selbst der Gashebel klemmt jetzt schon nicht mehr. Ich gehe mal davon aus, dass man den Schalter früher rausziehen konnte, beziehungsweise man drückte den hier zur Seite und dann konnte man das samt Gashebel bzw. des Gestänges nach hinten schieben, um hier den hinteren Handgriff abzunehmen. Und ich sehe, das hintere Handteil lässt sich jetzt einfach nach hinten ziehen. Hier muss ich natürlich jetzt vorsichtig sein. Da hängt ja das Gasgestänge dran und das Kabel. Und der Choke. Und ich komme jetzt auch nicht herum, den Schalter abzubauen und den Gashebel vom Gestänge zu lösen. Hier dürfte es kein Problem sein. Das ist wie bei fast allen Kettensägen gesteckt. Das müsste sich einfach rausdrücken lassen. Jawohl. Dadurch bekomme ich jetzt schon mehr Platz. Jetzt geht es hier an den Schalter. Für mich heißt es jetzt, den Überstand hier auskratzen, um den Schalter wieder frei zu bekommen. Da habe ich jetzt hier einen dünnen Schraubenzieher. Das kann jetzt eine Weile dauern. Den Kunststoff hier versuche ich nicht zu beschädigen. Vielleicht könnt ihr schon erkennen, allmählich lässt sich der Schalter herausdrücken. Und jetzt habe ich ihn ab. So stellt sich die Frage, wie kriege ich den Choke-Hebel raus? Ich könnte es ja mal mit Drehen versuchen. Also rausziehen lässt er sich nicht, aber der Knopf hier lässt sich abdrehen. Und dann müsste ich mit dem Daumen schaffen, das Gestänge zum Gehäuse zu drücken. Vorab nehme ich hier die Dichtung raus. Die ist noch intakt. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Ich habe diesen Kunststoffpippel von dem Choke hineingedrückt. Dabei ist er mir ins Gehäuse dann sofort gefallen. Aber zumindest bekommt man dann so den hinteren Handgriff ab. Jetzt schiebe ich hier das Kabel durch. Da ich eh den Vergaser ausbauen will, macht das nichts. Die Pippe kann ich danach wieder rausziehen. Hier ist jetzt der hintere Handgriff. Und hier können wir schon mal einen ersten Blick reinwerfen. Hier könnt ihr es jetzt besser sehen. Hier ist der Vergaser.
Das hier ist das Gasgestänge. Hier hinter der Hebel für den Choke. Und der Pippel dazu liegt irgendwo da drin jetzt. Hier ist also dieser Kunststoffpippel, der hier, muss ich kurz gucken, drinne saß. Ich habe den einfach bloß reingedrückt, so wie ich es jetzt hier ausgedrückt habe. Und darauf saß dann dieser Kunststoffknopf, den man einfach dann reindrückt bzw. reinschraubt. Mein kleines Ziel habe ich heute erreicht. Die Schalter lassen sich jetzt wieder gut bewegen. Also der einen Ausschalter, der Gashebel, auch der Choke. Ja, die Funktion ist gegeben. Das war also nur ein bisschen Schmutz. Und im nächsten Teil geht es dann darum, den Vergaser auszubauen. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.